Ich sitze aber schon da, oder? Soll ich auch? Ja, du bist jetzt schon da. Okay, Action! Hallo, wir machen heute ein Video über die Erfahrungen der Corona-Situation. Heute sind unsere Gäste Katharina und Lea. Hallo, Entschuldigung, ich muss euch leider bitten, 1,5 Meter Abstand, ihr wisst, Corona. Könnt ihr euch bitte auseinandersetzen? So, jetzt passt es perfekt. Dankeschön. Ja, hallo, erstmal an euch beide. Wenn ihr überlegt, wie habt ihr euch am Anfang gefühlt? Was habt ihr euch da gedacht? Was kamen euch für Gedanken, Ängste oder Gefühle? Also, es kam mir am Anfang richtig unwirklich vor, weil solche Pandemien, die so, also so ein Virus, der die ganze Welt erfasst, das kennt man irgendwie nur aus Science-Fiction-Filmen oder aus eben solchen Büchern. Und ich konnte es am Anfang irgendwie nicht wirklich glauben, weil es kam, ja eben, man kennt es ja nur aus so Filmen und mittlerweile habe ich mich halt an den Gedanken gewöhnt. Ja, also ich habe, am Anfang habe ich das auch nicht so wirklich realisiert, dass es so wirklich die ganze Welt betrifft. Und ich glaube, ich habe so gedacht, ja, das geht so schnell wieder vorbei, das ist alles nur so kurz. Und jetzt hat es sich so ewig lang hingezogen und das war ein komisch, aber ich glaube, ich habe mich auch dran gewöhnt jetzt. Okay, ja, du musst konzentrieren, was ich dir jetzt sage. Das nennt sich ein Richtmikrofon. Wenn man so redet, dann ist die Stimme leise. Wenn man so redet, dann ist die Stimme super wunderschön. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das hier wackelt. Okay, weil das ist eigentlich ein Mikrofon für ein Gerät, der so hält. Und dann können wir drehen. Aber wir machen das jetzt anders. Deswegen musst du mit der Hand hier machen. Das kommt so laut, tak, 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 während ihr redet. Also wir wollen das nicht. Deswegen schön hier halten, damit es nicht wackelt. Und David hört die ganze Zeit, wenn etwas extrem schlimm, dann wiederholen wir. Und du redest so. Hallo und herzlich willkommen. Ich würde mal gern wissen, wie ihr heißt. Ich heiße Fritz. Ich heiße Valentin. Ich heiße Jakob. Ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen. Was sind deine Ängste? Eine meiner größten Ängste waren, dass meine Familie Corona bekommen hätte oder jetzt noch bekommt. Und vor allen Dingen mein Opa, der hatte halt Halskrebs und deswegen ist er halt ein Risikopatient. Und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ich habe mir auch eher Sorgen um meine Oma und um meinen Opa gemacht, weil die einfach auch mehr Risikoleute sind, die es betreffen könnte, als Kinder. Ich hatte Sorgen um meine Oma, weil sie auch Risikopatientin war. Danke, dass ihr bei diesem Interview mitgemacht habt. Gerne, habe ich mitgemacht. Ich habe auch gerne mitgemacht. Ich auch. Also, jetzt sieht man ja alle drei Plätze. Ach so, nee, jetzt nur ist das nur neu. Okay. Hi. Hallo. Ich habe ein paar Fragen für dich. Danke, dass du hier bist, dass du gekommen bist für unser Interview. Magst du mir erstmal sagen, wie du heißt? Ich bin Silvio. Silvio. Okay, so, die erste Frage.
Wenn du vom jetzigen Zeitpunkt aus in die Zukunft blickst, welche Frage stellst du dir dann? Ja, eher wie es weitergeht, wie die aktuelle Situation ist. Also, ob wir jetzt normal nach den Ferien in die Schule gehen können und so. Weil irgendwie muss es ja schon sein, weil die ganze Homeschooling-Zeug ist ja langsam ein bisschen blöd. Und ich muss sagen, es war schon deutlich besser als jetzt die jetzige Situation. Jetzt sind die Ausgangsbeschränkungen ja einigermaßen weg, aber trotzdem ist es vor Corona natürlich viel besser gewesen. Und würdest du sagen, unsere Grundrechte sind gefährdet? Ich würde sagen nicht, weil im Prinzip es ist ja nur zu unserem Schutz, dass diese Corona-Maßnahmen getroffen wurden und wir jetzt nicht wirklich eingeschränkt sind für die Grundrechte. Okay. Danke. Ich sag dir jetzt noch ein paar Wörter und du sagst einfach ganz spontan, was dir dazu einfällt. Das erste Wort ist systemrelevant. Meine Mutter ist Pflegekraft und dementsprechend finde ich sie schon sehr systemrelevant, aber das kommt meiner Meinung nach von der Regierung aus nicht so wirklich rüber. Ich habe das Gefühl, dass sie gerade in diesem sehr schwierigen und sehr stressfördernden Beruf einfach untergeht. Daher bin ich froh, dass sie zumindest in dieser Krise so ein bisschen Anerkennung für ihren Job bekommen hat. Hamsterkäufe. Risikogruppe. Gut, dann bedanke ich mich für dein Interview und ja. Danke sehr. So, nach technischem Defekt sind wir jetzt wieder dabei. Jetzt ist ja immer die Hoffnung, dass irgendwie aus sowas ganz Schlimmem auch vielleicht wieder was Positives entsteht. Was könntet ihr euch vorstellen, was denn aus Corona Gutes rauskommen kann? Der Zusammenhalt, dass wir alle füreinander da sind und uns füreinander einsetzen. Dass die Hygienemaßnahmen einfach bestanden bleiben. Okay. Beides. Es gab ja nicht nur Schreckliches in dieser Krise, es gab ja auch ganz schöne Sachen unter Umständen. Könnt ihr euch noch an Schönes, das durch die Krise entstanden ist, erinnern? Schöne Gemeinschaftsspiele, Kartenspiele. Man kann halt auch mal was zu Hause machen. Oder mal zu einem Baggersee fahren, geht ja auch noch, solange man die Hygienemaßnahmen einhält. Und ihr? Ich bin bei Corona sehr gern wandern gegangen, auch mit Freunden. Und ja, mit Hygieneregeln. Das habe ich vor Corona nicht so gemacht und eher während Corona den Spaß dabei entwickelt. Eine Neuwanderin. Ja. Okay, also vielleicht erinnerst du dich dran, wir hatten ja plötzlich ganz viel Zeit, weil ja keine Schule war. Und wie hast du das erlebt? Plötzlich keine Schule, keine Struktur durch den Tag mehr, nicht mehr früh aufstehen und so. Was gab es für dich da Schönes? Dass ich ein bisschen mehr Zeit zum Lesen hatte. Okay. Ich bin jetzt eine Leseratte geworden. Okay. Extreme Leseratte, davor nur Leseratte, oder? Extreme Leseratte.